Hallo Freunde der käuflichen Liebe und willkommen bei eurem Schulle zu einer neuen Folge Prince of Persia, The Lost Crown. So, und jetzt gehen wir erstmal kurz wieder hier raus, denn erstmal, ne, bevor es hier weitergeht, wobei ich noch gar nicht weiß, ob ich da überhaupt richtig bin, wahrscheinlich eher nicht, will ich zum einen das hier mal weiter erkunden und vor allen Dingen hier unten das seltene Metall holen. So. Oh. Oh, scheiße. Das war jetzt selten dämlich. Sagen wir es, wie es ist. So. Nee, hä? Moment, was? Wie komme ich denn da jetzt wieder zurück? Ich kenne ja nicht nach oben. So, wenn ich dann springe, dann werde ich filetiert. Okay, bleiben wir doch erstmal hier. Nun gut. Gucken wir mal, was hier auf uns wartet. Tod und Verdammnis wahrscheinlich, wie immer. Achso, da reflektiert. Ich glaube, in die Brühe sollte ich nicht rein. Nein! Okay. So, was bist du denn? Ach, komm schon. So, Moment. Ah ja, natürlich. Oh, was mach ich denn hier, Alter? Okay, ich habe keine Pfeile mehr, das ist schlecht. Na endlich. Alter, da fiel halt ganz schön was aus. So, warte, komme ich von hier nach da? Oh ja. Na gut, das ist einfach nur eine Brühe, die ich aussitzen muss. Oh nein! Oh, schon wieder runtergefallen. Oh Gott, was ist das dann? Na komm, du Drecksmücke. Ach komm. Aha. So. Alter, okay, was zur Hölle? Okay. Das kann ja lustig werden, wenn ich hier jemals wieder rauskommen will.
Hm. Hä? Och nö. Okay. Das war jetzt doof. Das war richtig doof. Alter, sag mal, wieso springst du nicht, Sargon? Na gut, das, Oh, warte mal, hier, hab... Das heilt wenigstens auch. Sehr gut. Jetzt bin ich wenigstens wieder full life. Okay, was haben wir? Was bist du denn? Alter. Das ist deine eigene Scheiße, du Rattenvieh. Wie viel frisst der denn? Hallo? Aha. Danke. Junge. So, wäre ich mit dir. Apu. Okay, ist auf jeden Fall schon ein bisschen herausfordernd jetzt hier das Gebiet, aber hey, was willst du machen? Ein Baum wäre jetzt ganz geil. Kommt der wieder hoch? Ah, sieht nicht so aus, okay. Da oben ist irgendwas. Da komme ich auch mit dem Sprint nicht hin. So. Mission eingeprägt. Sehr schön. Nein! Ach, oh Gott! Ja, das war jetzt gar nicht mal so geil. Okay, wie viel Treffer braucht das Ding wohl mit dem Chakram? Na, also geht doch, danke. Okay. Komm ich da wohl... Oh Gott, ey, das Mistvieh, das hockt da, das lauert. Das lauert auf mich. Eisen. Okay. So, was haben wir hier? Absorbieren. Was absorbiere ich denn da? Atrakraft. Oh, Wind von Sistan. Erzeuge einen Atra-Wirbel, der Gegner ausschaltet. Sehr effektiv, wenn Sargon umzingelt ist. Das Ende der Aktion kann abgebrochen werden, kann nur am Boden eingesetzt werden. Aha. Ja, okay. Hm. Will ich nicht ausschließen. Vielleicht als Ersatz für den hier. Ja, weil die möchte ich auf jeden Fall erstmal behalten. Oha. Okay. Oh oh. Achso. Gut, die kann weg.
Yep, das haben wir schon. Oh Gott. Oh, ich bin drauf. Ich gehe drauf. Oder auch nicht. Ja, anscheinend kann man durch Gift nicht sterben, sondern nur dann durch den nächsten Kontakt, wie es aussieht. Alter. So, jetzt aber. Ah, damit kann ich das umschalten, okay. Nett. Okay. Was ist das hier für ein Schmodder? Ich hätte gerne mal einen Baum. Oh, Scheiße. Nein! Hat er mich getroffen. Fuck it. Okay. Jetzt bin ich hier. Na gut. Den ist dem so. So jetzt hier einmal runter. Theoretisch. Und dann da links. Wie komme ich denn da hin? So. Gut. Naja, das ist jetzt genau. Sehen wir uns hier erstmal weiter um. So. Ja. Hier muss ich wohl auf jeden Fall gehen. Hier bin ich richtig. Mhm. Ach, nett. So. Die verschwinden von Zeit zu Zeit. Was? Oh, da ist... Okay, die Kiste, die möchte ich mir schon ganz gerne holen. So, oder Schatztruhe, whatever. Reich aus zerbrochenen Erinnerungen. Okay. Nice. Nehmen wir mit. Zack, hier rüber. Moment, das da oben habe ich. Jo. So, dann geht's jetzt hier los. Mhm. Okay. Jo. Und jetzt nochmal das mehr oder weniger umgekehrte. Und da wartet auch schon das nächste Bäumchen auf uns. Ist hier noch irgendwas? Das sieht nicht so aus. So. Oha. Au, ja, das war jetzt ganz toll.
Hoch sollst du. Oh. Ja, genau, Alter. Okay. Moment, das heißt... Jetzt gucken wir mal. Jo. Okay, nice. Was ist das hier links? Da wartet doch schon wieder irgendein Mumpitz. Nicht so ruppig mit dem Prinzen. Anahita, ich kenne dich. Du bist der Krone treu ergeben. Warum tust du das? Wir haben noch einen weiten Weg. Halt! Ich kenne dieses Atra. Anahita, keine Bewegung! Erledigt ihn! Och nö. Ah, kommt her hier. So. Alter. So, jetzt aber. Das. Hallöchen. Jawohl. Ich habe gerade fast Anahita gesehen. Sie waren eben noch über uns. Verstehe. Sie müssen nach Westen gegangen sein. Es ist seltsam. Das ist ein Labyrinth, aber es kommt mir vor, als wäre ich hier schon einmal gewesen. Bahram, geht es dir gut? Ja. Ja, alles ist in Ordnung. Hier, nimm das. Ich will niemanden an diesen Ort verlieren. Oh, was jetzt? Neues Amulett. Klingentänzer. Führe am Ende der Standard-Kombo einen vierten Angriff aus. Bleib auf dem Pfad zum Simurg-Tor. Wir sehen uns da oben. Okay. So. Gut, da muss ich hin, aber ich wollte ja eigentlich auch mal dahin, ne? Und abgesehen davon habe ich das hier noch nicht erkundet. Hm. Na komm. Erstmal gucken wir jetzt, was hier noch kommt. So, auch wenn das nur im Hintergrund ist, das sieht grafisch schon echt nett aus. Heiliges Archiv. In diesen Mauern wurden wissenschaftliche und kulturelle Erkenntnisse aus der ganzen Welt gesammelt. Ein Archiv, das altes wie neues Wissen über Götter und die Kreaturen der Erde vereint. Diese Informationen sind universell und stehen allen zur Verfügung, die ihren Horizont erweitern möchten. Offizielles Dekret von König Darius dem Großen. Nett. Für Jahrhunderte war der Berg ein einladender Ort. Unter der Herrschaft König Darius besuchte die ganze Welt die Zitadelle des Wissens. Angesichts der zunehmenden Bedrohung wies der König seine Architektin an, Befestigungen zu entwickeln. Lange nach seinem Tod baute Mariam, durch den Fluch in den Wahnsinn getrieben, die Stadt weiter aus. Ja moin, wer bist du denn? Er ist da! Ah. Er will uns einsperren. Wer? Hä? Hallo? Er ist da. Hä? Er will uns einsperren. Wer? Jetzt kommt ja aber nicht schon wieder ein Bosskampf, oder? Bleibt die Treppe? Scheint so. Moment, irgendwo. Was? Okay. Das wird jetzt ja
Warte, warte, wieso bist du denn? Ruhig! Er wurde befreit. Von wem? Er jagt dich bestimmt. Er jagt uns alle. Wer denn? Oh, ein Bäumchen. Das finde ich gut. Also grundsätzlich. Ne, das heißt. Oh, du hast mich gefunden. Aber ich war ja gar nicht verloren. Ja, schönen guten Tag. So. Was haben wir hier jetzt? Angriffskraft im Nahkampf. Das legen wir mal ab und dafür nehmen wir das mit. So. Dann. Das ist halt, ne? Es dauert. Oder es hat einen Wirkungsradius um einen herum. Ne? Das hier ist so eine Welle. Ich lass die erstmal. Also, warte. Hier, reden. So viele neue Besucher rasen durch die Stadt. Du meinst, so wie ich? Hast du eine Frau mit dem Wappen eines Generals gesehen? Gesehen? Nein. Unsere Wurzeln spüren die Erschütterungen am Berg Kav. Dann weißt du nicht, wer es sein könnte. Sie bedrängt den jungen Mann. Schiebt und stößt ihn. Wak Wak versteht das nicht. Der junge Mann ist eine sensible Seele. Liebenswürdig. Der Wak Wak mag ihn. Das ist schon mal gut. So, okay. Da esse ich nix. Ups. Hui. Was haben wir hier? Nach seiner Ernennung durch den König führte der berüchtigte Schreiber und Wärter Benam seine Pflicht als Hüter des Wissens mit Würde und Hingabe aus. Die langen Jahre minderten seinen unerschütterlichen, unnachgiebigen Eifer nicht. Der König ist tot und der Fluch macht sich breit. Doch Benam dient im Archiv auf ewig der Gerechtigkeit. Oh Gott. So. Unten geht's auch noch lang. Shit. Ja moin. Bitte, Ben. Okay. Jetzt ist es ein Gefängnis. Das heilige Archiv ist ein Labyrinth voll wundersamen Wissens. Leute, euch fehlt einer. Habt ihr es mitbekommen? Hier wird es zu voll. Alter, what the... Okay, jetzt sind es also alle sauber auf mich, wie es aussieht. Ah, aus dem Feuer raus. Hit. Okay. Das könnte interessant werden hier. Der haut ab, gut. Ah ja, wirf mal deine Feuerflaschen. Gut. Alles klar. Das heißt, jetzt als nächstes ist hier die Bibliothek dran, beziehungsweise das Archiv. So, und da würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir in der nächsten Folge weiter.